So, es gibt was Neues bezüglich Upload-Filter. Und zwar hat YouTube gestern über Nacht beschlossen, ab sofort Upload-Filter einzusetzen. Hintergrund ist, was auch sonst, das Coronavirus. Normalerweise hat YouTube Mitarbeiter, die darauf spezialisiert sind, Videos, die gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen, zu löschen und auch Meldungen von Nutzern entgegenzunehmen und zu bearbeiten. Da sie aufgrund der auch in den USA geltenden Regelungen nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz arbeiten können, hat sich YouTube dazu entschieden, Upload-Filter einzusetzen und einen Algorithmus Videos löschen zu lassen, die eben gegen die Richtlinien verstoßen. Das Ganze soll eine vorübergehende Maßnahme sein, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Wie lange das dauern wird, weiß man momentan aber natürlich noch nicht. YouTube selbst warnt die Creator momentan davor, dass wahrscheinlich einige Videos vom Algorithmus gelöscht werden, die gar nicht gegen die Richtlinien verstoßen, weil das System das eben nicht so gut bewerten kann wie ein echter Mensch. Außerdem wird es schwieriger sein, Beschwerde einzureichen, wenn ein Video unrechtmäßigerweise gelöscht oder entmonetarisiert wurde. Der Bearbeitungsprozess in der Hinsicht soll ab sofort länger dauern und teilweise auch überhaupt nicht mehr stattfinden, also wenn man Pech hat, wird ein Video unrechtmäßigerweise gelöscht und man hat keine Chance, irgendwas dagegen zu tun, weil der YouTube-Support eben auch eingeschränkt wird. Meldungen von Videos sollen übrigens auch von einem Algorithmus bearbeitet werden, der dann entscheiden soll, ob ein Video zu Recht gemeldet wurde oder eben nicht. Um die Fehler der Algorithmen irgendwie auszugleichen, sollen aber auch die Sanktionen, die von YouTube normalerweise auf Vergehen gegen die Richtlinien verhängt werden, in den kommenden Wochen milder ausfallen als sonst. Wie genau das gemeint ist, weiß ich nicht. Das werden wir wahrscheinlich noch sehen in den kommenden Tagen. Das ist jetzt quasi sowas wie ein Artikel 13 Lite, was wir hier erleben. Das könnte ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was uns ab nächstem Jahr erwartet. Nur dass sich diese Upload-Filter, die dann da geplant sind, nochmal mehr auf das Urheberrecht spezialisieren, weshalb man die momentane Situation nicht wirklich damit vergleichen kann. Und wenn ich sagen muss, dass die Upload-Filter, die momentan im Einsatz sind, noch weniger Schaden anrichten als die, die durch die Urheberrechtsreform geplant sind, dann heißt das wirklich nichts Gutes. Die SPD-Chefin Saskia Esken hat sich auch zu diesem Thema geäußert und nannte die Maßnahme von YouTube unzuverlässig, denn Einschränkungen in die Meinungsfreiheit dürften nicht automatisiert werden. Esken war ja auch Digitalbeauftragte im Bundestag und hat sich da schon länger mit der Thematik befasst. Ich muss sagen, dass das natürlich überhaupt keine optimale Situation ist, aber YouTube hat eben auch nicht wirklich eine andere Wahl. Sie waren nun mal bisher immer auf manuelle Eingriffe angewiesen und wenn das dann urplötzlich wegfällt, muss man eben schnell handeln. Ich hoffe einfach, dass sich die Situation in absehbarer Zeit bessert und die Upload-Filter nicht allzu lange im Einsatz sein werden. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich von jeglichen Maßnahmen der Algorithmen verschont bleibe, aber so wie ich mein Glück auf dieser Plattform kenne, ist das nur mein Wunschdenken. Es ist schon allein mutig von mir, das Wort Corona in den Mund zu nehmen. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. So, das war die kurze Info hier. Hoffen wir auf eine baldige Besserung der Situation und bis dann.